Hallo, mein Name ist Chantal und ich bin bei Samsung im Bereich Display tätig. Ich freue mich, dass ich euch heute was ganz Besonderes präsentieren darf. Wir haben nämlich hier ein Konzept mitgebracht und wie manche vielleicht wissen, haben wir jetzt im August auf der Gamescom unseren allerersten Curved-Monitor vorgestellt. Und was wir hier sehen ist, wie die Entwicklung im Bereich Curved weitergehen kann. Vielleicht einfach nochmal ganz generell, was die Vorteile sind. Wenn ich einen gecurveden, also einen gewölbten Monitor habe, bedeutet das, dass ich näher am Geschehen bin, praktisch mittendrin. Ich habe den Vorteil, dass mein Auge weniger Anpassungsarbeit leisten muss, einfach weil der Bildschirm der natürlichen Wölbung des Auges entspricht. Und ganz großer Vorteil von Curve, ich bekomme auch ein räumliches Gefühl. Obwohl es kein 3D ist, hat es wirklich einen räumlichen Effekt, von dem ich dann auch profitiere. Und was wir hier jetzt sehen, ist der SE790C. Das wäre dann der zweite Curve-Monitor, den wir in unser Angebot aufnehmen werden. Wir rechnen mit dem Gerät Anfang nächsten Jahres. Und das Besondere ist 34 Zoll, also ein richtig großer Bildschirm. Wir haben 21:9 und die Auflösung ist 3440x1440. Wie man sieht, gerade für die Gamer wird das Gerät sicherlich sehr, sehr, sehr gut geeignet sein und es wird auch mit dem Game-Modus kommen, den man von unserem UHD-Monitor schon kennt. Das heißt, Farbe, Kontrast, alle Werte passen sich an meinen Spielern und sorgen dafür, dass ich immer ein ganz knackiges, klares Bild habe, selbst wenn es gerade im Spiel neblig ist oder verschwommen. Das Gerät wird auch mit einer VESA-Halterung kommen, von den Anschlüssen her HDMI, D-Sub und auch 4 USB-Ports und es werden außerdem auch Lautsprecher integriert sein. Verbaut in dem Gerät ist ein VA-Panel und wir haben hier eine besonders hohe Blickwinkelstabilität von 178 Grad horizontal und vertikal. Gerade beim gecurveden Monitor wird es ja so sein, dass man in der Regel nicht nur mittig drauf schaut, sondern auch mal von links und rechts und mein Bild wird dann immer noch scharf sein. Zu Preisen und Verfügbarkeit können wir noch nichts ganz Genaues sagen, aber wir rechnen Anfang des kommenden Jahres mit dem Gerät.